Salat, Wurst, Backwaren oder auch Marmelade. Alles aus der Region und dazu noch an einem Ort. Für Regio-Testerin Corinna Brauer ist der monatliche Markt in Obernsees im Landkreis Bayreuth ein Glücksfall, inklusive Überraschungen. Ja, also die Nektarinen und die Pfirsiche. Finde ich total interessant, dass man sich jetzt in einem Kirchen am Rand anbaut. Also das finde ich interessant. Und die alte Apfelsorte, Colpamina, die findet man nur noch ganz selten. Bin ich total gefreut, dass ich die hier gefunden habe. Die erste der beiden Testwochen hat Corinna Brauer zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich, hat versucht, Job, Familie und den regionalen Einkauf unter einen Hut zu bringen. Ihr Zwischenfazit fällt bisher relativ gut aus. Viel konnte sie tatsächlich in der Region bekommen. Die größten Hürden, wenn man sich überlegt, ich kaufe vielleicht das Katzenfutter im Dorfladen, aber wo kommt es eigentlich her? Oder ich kaufe den Salat, aber wo kommt jetzt eigentlich das Samenkorn her? Wenn man so ein bisschen weiterschaut an die Details, ist es jetzt wirklich regional, dann kommt man schon an seine Grenzen. Herausforderungen sind aber auch Bequemlichkeit, Logistik oder Öffnungszeiten. Spontaneinkäufe beim Direktvermarkter sind oft schwierig. Das bekommt Projektbetreuerin Melanie Oertel von den Teilnehmern im gesamten Bundesgebiet immer wieder zu hören. Die Sache ist aber auch, dass man, wenn man sich einmal die Mühe macht, sich wirklich einmal so die Zeit nimmt und sich dann damit beschäftigt, dann hat man auch seine Kontakte und dann kriegt man auch die ganzen Infos, die man möchte. Und dann ist man wirklich überrascht, was es auch alles noch beim Imker gibt. Finale bei Corinna Brauer in Aufsess. Mit ihrer Freundin Bianca Roth probiert sie immer wieder Neues aus. Auch Putz- und Spülmittel machen sie mittlerweile selbst. Zu Beginn der Aktion hatte sie noch keine Idee, wie sie an regionalen Mozzarella kommen könnte. Die Lösung? Die Milchwerke aus Ebermannstadt. Und es hat einen Test bestanden, also kann auf jeden Fall mit dem Italienischen mithalten. Und es kostet, ist auch vom Preis überschaubar. Und es kommt aus regionaler Milch, das ist mir sehr wichtig. Bestanden hat auch Corinna Brauer. Ihr Fazit nach 2 Wochen als Regio-Testerin. Ich finde, wenn man es alleine machen will, mit einer Familie, als berufstätige Mutter, ist es sehr schwierig, kommt man leicht an seine Grenzen. Denn man muss auch fahren, man hat Wege zurückzulegen. Was ich wichtig finde, ist, dass man miteinander spricht und dass man sich auch vernetzt und gegenseitig unterstützt. Jeder bringt das, was er beitragen kann. Und das Dritte auch noch wichtig, dass man plant. Du, ich habe irgend so eine tolle Idee gehabt für dich mit dem Katzenfutter. Du warst doch auf der Suche nach Katzenfutter. Ja, genau. Wie wär's mit fränkischen Mäusen?